Anfang Juni. Nach einem Jahr YouTube-Abstinenz läuten Sven und Hassan den Saisonstart ein. In der heutigen Folge wollen sie zeigen, wie jeder zum Zielfisch Zander kommt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen euch auf jeden Fall auf unserem Channel unter einem neuen Namen. Das freut mich ganz besonders. Ich habe gerade den ersten Wurf gemacht. Wir sind frisch am Spot angekommen. Es hat direkt geknallt. Der Sven hat sich eben noch fertig gemacht. Und ja, fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Ist vielversprechend, aber wollen mal nicht zu laut sein. Die Bedingungen heute sind nicht allzu gut. Ich lasse ihn mal eben schwimmen. Dann können wir weiter quatschen. Da ist er auch schon. Hoppala. So, da schwimmt er ganz gemütlich wieder. Ja, was wollen wir heute machen? Wir läuten unseren Saisonstart jetzt ein. Etwas verspätet hier in Holland als alle anderen, circa anderthalb Wochen später. Wir versuchen mal hier am Fluss ein paar Zander zu fangen. Das machen wir nämlich am liebsten. Da nehmen wir euch auch mit und geben euch hoffentlich heute auch nochmal den ein oder anderen nützlichen Tipp mit auf den Weg, wie ihr frisch nach der Schonzeit am besten zu eurem Zander kommt am Fluss. Deshalb bleibt gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ist kostenfrei, kommt immer geiler Stuff ab jetzt hoch, lehrreiche Videos. Und ansonsten viel Spaß bei dem Video. Hinterlasst gerne einen Kommentar, Daumen nach oben. Wir sehen uns gleich dann hoffentlich mit noch einem Fisch in der Hand. Svenna. Yes. Tja. Gerade einen Biss gehabt. Hatte ihn auch ein paar Sekunden dran, aber leider nicht verwertet. Aber es ist auf jeden Fall gut. Wir sind 10 Minuten am Spot. Und die Fische sind auf jeden Fall da. Und die Köder gefallen ihnen anscheinend auch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, obwohl jetzt die Bedingungen eigentlich für heute gar nicht so gut sind, ne? Ja, schauen wir mal. Also wir haben jetzt echt sonniges Wetter. Später soll es tatsächlich regnen. Mal schauen, wie den Zandern das gefällt, dieser Wetterumschwung. Wir werden es sehen. Noch genießen wir die Sonnenstunden. So 3-4 Stunden soll es noch sonnig sein. Dann soll der Regen kommen. Mal schauen, wie den Fischen das gefällt. Kicken wir mal. Mach mal so. Bitte. Next one. Yes. Gerade wieder einen Biss gehabt. Der Beweis, Fisch ist auf jeden Fall da. Kann es euch mal zeigen. Schwanz abgebissen. Tja, leider nicht vorne auf den Kopf gebissen, wie es eigentlich sollte. Hat eigentlich hier so einen geilen Punkt, den der Zander anfixieren kann, ist aber leider auf den Schwanz gegangen. 9 Köder dran machen und dann geht's weiter. Ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch einen fangen. Der Auftakt ist gemacht und die Fische sind am Spot. Das lässt auf mehr hoffen. Und der nächste Fisch lässt nicht lange auf sich warten. Komm rein! Yes! Nice, Bro. Petri. Petri, dank. Hoppala, ich komme mal hoch. Hier heute, also das Wasser ist extrem trüb. Wir haben viel Sonne. So, da funktionieren so Farben wie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Hot Olive, sowas in die Richtung. Das ist so ein blau-UV-aktiver Köder, sage ich mal, mit relativ starkem Kontrast. Funktioniert echt richtig gut. Und hör mal, das ist ein schöner Zander. Ist jetzt nicht der größte, aber da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Lassen wir den schwimmen? Yes, machen wir. Ich würde sagen, wa? Petri. Sehr nice. Ja, also wie gesagt, scheint sich schon rauszukristallisieren. Also wir haben eben auch ein paar andere Farben gefischt. Das ist so dieses blaue UV-aktive. Ich sag mal, sieht eigentlich nicht so aus, ne? Sieht eher so hautfarben aus, dieses Hot Olive mäßige. Aber ja, scheint wohl richtig gut zu funktionieren. Generell habe ich auch wirklich in trübem Wasser bei viel Licht sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit so einer Farbe. Also dieses blaue UV-aktive, das funktioniert dann richtig gut. Wir sind hier jetzt an der Stelle, die ist total interessant. Auf der einen Seite, also auf dem Prallhang, dort, wo das Wasser sozusagen
auf uns drauf prallt, haben wir eine richtig schöne Krautkante. Da werde ich auch gleich ein Spinnerbait mal durchziehen. Und auf der anderen Seite haben wir eine relativ schöne große Buhne, ausgespült, 2-3 Meter Wassertiefe. Das ist übrigens auch genau das, was ihr haben wollt nach dem Saisonstart, wenn die Zander frisch geleicht haben. Gar nicht diese ganz tiefen Bereiche von 7, 8, 9 Metern oder was, die man vielleicht gerne im Hochsommer mal beangelt oder auch im Winter in einem Stillgewässer, wo die Fische eher wärmeres Wasser suchen. Nach dem Saisonstart halten sich die Zander tatsächlich eher immer im flachen Bereich auf. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil in flacheren Buhnen eher die Zander zu fangen und besonders im Prallhang. Da habe ich noch nicht mal geangelt und hier kam schon der Fisch. Also Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Hoffentlich gleich direkt nochmal einen in der Hand. So, versuchen wir es mal. Der hat den auf jeden Fall richtig genommen. Köder auch ein bisschen gespalten. Da muss ich gleich mal ein bisschen Gummifischkleber nachhelfen. Das ist kein Problem. Kriegt man immer schnell gefixt. Man muss die Gummis nicht direkt wegschmeißen. Während Hassan schon den zweiten Fisch verhaften konnte, steht Sven noch als Schneider da. Doch schon kurz darauf heißt es endlich: Fisch on! Bei Svenna! Yes! Sehr schön. Ui, sogar Tagesbester, würde ich sagen. Auf jeden Fall kein ganz so schlechter. Achtung, ist Verloren. Ja, gerade noch gesagt, ist ein bisschen rutschig hier. Ja. Muss mal aufpassen. Aber schade. Schöner Fisch. Auf den Köder. Green Pumpkin diesmal. Gute Farbe, eher natürliches Dekor. Das soll heute nicht sein. Warte ab. Zwei Fische dran. Zwei meiner Meinung nach auch recht gute. Der war auch recht gut, Mitte 60. Anfang Mitte 60 wird er gehabt haben. Aber Glück ist immer mit den Tüchtigen, ne? Von daher weitermachen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Allround-Farbe. Ja, kann man immer benutzen. Brauner Rücken, chartreuser Bauch, das passt eigentlich immer. Zander mögen das, Barsche mögen das. Da hat man immer die Chance auf alles. Ich drücke dir die Daumen. Danke dir. Die Gerechtigkeit siegt. Svenna mit Fish on. Noch ist er nicht drin. Aber mit Fish on. Ja, draufgelegt. Nicht richtig gebissen. Der ist sauer. Das stimmt wohl. Also, so viel zum Thema das Glück des Tüchtigen. Da ist der kleine Mann. Sehr schön. Hätte mich auch über den Großen von eben gefreut, aber Fisch ist Fisch und so bin ich schon mal entschneidert. Petri Jung. Vielen Dank. Und weg ist er direkt. Wow. Und das ist super rutschig hier. Deswegen habe ich mich eben beim Keschern auch so schwer getan, aber jetzt hat es geklappt und es war wieder der gleiche Köder. Kann ihn euch mal zeigen. Oben so ein schönes Braun mit leichten Goldflakes, unten ein schönes Chartreuse. Immer eine richtig geile Farbe. Und der hat jetzt zumindest schon mal 2 Bisse an diesem Spot hier gebracht. Einen Fisch konnte ich verwerten. Und deswegen lasse ich den jetzt auch noch dran. Weil wo 2 Zander sind, da steht auch noch ein 3., ein 4. und ein 5. Vor allem im Fluss. Vor allem im Fluss. Und die holen wir uns jetzt raus. So, jetzt noch ein Wort zum Tackle, was wir hier eigentlich benutzen. Die Community fragt häufig danach, oft auch, weil der Weg zum ersten Zander relativ steinig ist oder generell noch nicht so viel Raubfischerfahrung da ist. Ich benutze hier eine Bullseye-Rute, die Jigwhip, 2,55 Meter Länge, 50 Gramm Wurfgewicht, also ist wirklich optimal zum Zanderangeln, auch vom Ufer, speziell jetzt hier an der Steinpackung. Dazu eine 3000er Rolle von Stradig mit einer 8,5 Kilo Schnur drauf. Optimal zum Zanderangeln, reicht vollkommen aus, macht total Spaß, ist aber allerdings nichts für den kleinen Geldbeutel, ist eher eine Route auch für die Fortgeschrittenen. Ja, ich habe eine Route vom Big L, die Solution Contact, mit einem maximalen Wurfgewicht von 45 Gramm, schön universal, 10 bis 45 Gramm.
Habe auch hier die gleiche Rolle wie der Hassan drauf, die Shimano Stradic, eine 3000er Rolle, 14er Schnur drauf. Und man neigt ja oft dazu, eher zu viel mitzunehmen. Und deswegen heute haben wir uns entschlossen, von vornherein, wir nehmen nur eine Route mit ans Wasser. Deswegen habe ich diese Route genommen. Etwas erschwinglicher als die Bullseye-Route. Trotzdem eine super hochwertige Route, ein super Feedback. Also ich habe die Bisse mega gespürt. Ich hatte ganze Zeit guten Kontakt zum Köder. Von daher sehr zu empfehlen. Wenn man ein bisschen mehr auf der hohen Kante hat, dann kann es auch die Bullseye sein. Ja, das ist auf jeden Fall mal das Wort zum Tackle. Ich sag mal, müssen jetzt nicht unbedingt diese beiden Routen sein, aber die fischen wir auf jeden Fall beide richtig gern. Hauptsache relativ lang, für von der Steinpackung auf Zander ist das schon relativ wichtig, würde ich sagen. Und ja, dann sollte auf jeden Fall das Gerät schon mal passen für euren ersten Zander. Genau, als Faustregel kann man eigentlich immer sagen, so eine 270er Route ist für Uferangler optimal. Plus, minus, ich sag jetzt mal 10 bis 20 Zentimeter. Wurfgewicht von 30 bis 40 Gramm, 45 Gramm vielleicht auch noch, weil ihr müsst bedenken, je nachdem an welchem Fluss ihr seid, wenn ihr zum Beispiel am Rhein seid, habt ihr einen kräftigen Strom, da kommt es auch schon mal vor, dass ihr 25, 30 Gramm fischen müsst und eure Route sollte das auf jeden Fall hergeben, dass ihr da auch noch ein gutes Feedback habt. Zu hoch habt ihr dann am Ende das Problem, wenn ihr 10 Gramm werft, dass ihr dann gar kein Feedback mehr habt. Ihr denkt, okay, wo ist denn der Köder gerade? Ich kriege gar keine Absinkphase. Dabei liegt er die ganze Zeit schon am Grund. Also das so die Faustregel. Eine 3000er Rolle ist auch immer super, eine Allrounder Rolle. Und damit sollte es auf jeden Fall mit dem nächsten Zander klappen. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ansonsten würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Buhne, oder? Ja. Alles klar, bis gleich. So, ihr seht's jetzt. Eben waren wir auf dieser Buhne. Jetzt sind wir eine Buhne weiter. Und Hassan ist schon fleißig dabei. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Wenn ihr eine Buhne abgefischt habt, auf jeden Fall direkt zur nächsten. Auch wenn ihr keinen Biss bekommen habt, es bringt oft nichts, ewig da zu bleiben. Klar, es gibt Buhnen, da ziehen die Fische lang. Und da ist es auch hilfreich, wenn man hin und wieder einfach ausharrt und wartet, bis die Fische wiederkommen. Aber in unserem Fall am Fluss, wir haben hier in dieser Kurve viele Buhnen, also alles potenzielle Zanderspots. Und deswegen auf jeden Fall nicht den Spotwechsel scheuen. Deswegen sind wir jetzt eine Buhne weiter. Und schauen mal, ob wir hier auch Fische fangen können. Und auch an der nächsten Buhne kommen die Bisse. Doch auch hier sind die Zander zickig. Ganz Bock scheinen sie heute nicht zu haben. Das ist jetzt der zweite Köder, dem der Schwanz geklaut worden ist. So vergehen einige Minuten, in der die Köder Richtung Wasseroberfläche fliegen. Und die Jungs ordentlich für ihre Fische ackern müssen. Dennoch, die Motivation bleibt hoch. Ich hab so ein gutes Gefühl. Oh mein Gott, Leute, es ist mega warm und total schwül. Es fängt bestimmt auch gleich mal an, ein bisschen zu regnen. Wir sind mal eben zurück zum Auto, mussten mal was trinken und stärken. Haben auch noch mal eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder zurück. Wir hoffen, dass wir mal die Durchschnittsgröße ein bisschen anheben können, weil bisher waren es ja eher wirklich kleine Zander. Trotzdem haben wir uns drüber gefreut. Wie gesagt, ist ja auch unser Saisonstart jetzt nach der Schonzeit. Aber ich würde sagen, bin ganz guter Dinge, dass wir hier noch den einen oder anderen kriegen werden, oder? Ja, schnell nochmal den Spot gewechselt. Vielleicht auch weniger Fehlbisse. Ich hatte echt Pech heute schon. Du hast auch, ich glaube, zwei nicht bekommen. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt ändern. Von daher drückt uns die Daumen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen was bekommen, ins Band bekommen, euch präsentieren können und vielleicht auch mal ein paar größere Fische. Ich kann euch gleich auch mal eine Tiefenkarte zeigen, wie wir uns zum Beispiel unsere Spots so aussuchen. Vor allem halt eben auch nach der Schonzeit. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg und sehen uns gleich am Wasser. Am nächsten Spot dauert es keine 10 Minuten, bis Sven auch schon den ersten Zielfisch an den Haken bekommt. So, wir haben leider gemerkt, dass wir keinen Ton haben. Naja, wir haben gesagt,
schöner, makelloser Fisch. Nicht der größte, aber eine Entschädigung für die vielen Verlorenen. Und der darf jetzt auch wieder schwimmen. Die Spotwahl war goldrichtig. Hier steht Fisch. Doch wie kommt man an den ran? So, Freunde der Zander. Ich habe mir jetzt meine Sonnenbrille ausgezogen, damit ihr auch seht, dass ich auch noch geradeaus gucken kann. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt, wie ich jetzt so einen Platz anangel, wenn ich da ankomme. Wie gesagt, was jetzt so wichtig ist an der Buhne, hatte ich ja schon vorher mal erzählt. Ne? Wir schauen nach relativ großen Buhnen, 2-3 Meter, vielleicht auch 4 Meter tief. Ruhige Zonen auf jeden Fall nach der Schonzeit, sehr, sehr interessant. Ich finde persönlich nach der Schonzeit den Prallhang besonders interessant. Der liefert relativ häufig Fisch, muss ich sagen, sehr, sehr erfolgreich, sollte man definitiv beim Zanderangeln ausprobieren. Ich stelle mich dann mehr oder weniger fast so an die Buhnenspitze, schmeiß dann auch eher in die Buhne rein, gar nicht mal so sehr an die Strömungskante oder an die Hauptströmung, wie man es vielleicht im Hochsommer oder auch im Herbst machen würde. Und fisch dann wirklich diese Flachwasserzone, nennen wir es mal so, oder dieses ruhige Wasser, fische ich dann ordentlich aus. So, und da halten sich dann oft die Zander auf, besonders eben, wie gesagt, auch nach der Schonzeit, weil sie generell ja schon mal was flacher stehen. Und dann, nachdem ich wirklich den Prallhang ordentlich ausgefischt habe, mache ich mich dann auf den Weg rüber auf die andere Seite, nämlich der strömungsabgewandten Seite, wo dann auch so ein kleiner Strömungsschatten ist. Auch immer ein sehr, sehr, sehr heißer Bereich. Und da mache ich dann natürlich auch meine Würfe. Selbes Prinzip, hoffentlich ist da auch die Buhne relativ groß, 2-3 Meter tief in etwa, und die fische ich dann relativ ordentlich aus. So, man kann auch ziemlich variieren mit der Köderführung. Es muss nicht immer der Gummifisch am klassischen Jigkopf sein. Oft sind auch so Dinge wie Carolina Rig sehr, sehr erfolgreich, besonders eben auch beim Prallhangangeln, weil dort hat man immer, gibt es immer die Schwierigkeit, dass man ja sozusagen mit der Strömung fischt. Dementsprechend, wenn man das Gewicht beispielsweise zu leicht wählt, dann trägt tatsächlich wirklich die Strömung den Köder einem entgegen. Und das will man eigentlich nicht. Man möchte ja schon eher die Kontrolle bewahren. Und mit einem Carolina Rig hat man eher so ein was freischwebenderes System. Der Zander kann sich den packen. Man kann auch ruhig viel Gewicht nehmen und den Köder da mal stehen lassen. Das ist immer super interessant so. Bei der Flussangelei jetzt, sage ich mal, speziell hier an, wo auch Buhnen existieren. Existieren, muss man dazu sagen, ja. Deshalb, ich guck mal, dass ich auf jeden Fall jetzt hier noch einen Zander präsentieren kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt gerade auch einen Anstieg vom Luftdruck. Ich glaube tatsächlich, dass es noch heute ein bisschen schwierig werden könnte, noch den ein oder anderen Zander zu kriegen. Die wir gefangen haben, kamen auch eigentlich fast ausschließlich alle in den Morgenstunden, in den roten Stunden, da wo man eben die klassischen Zanderzeiten hat, wo man die Zander erwarten kann. Und das hat jetzt auf jeden Fall echt stark nachgelassen. Und bis spät abends wollen wir auch gar nicht bleiben, wollen uns auch auf den Weg nach Hause machen, damit wir auch am Wochenende nochmal ein cooles Video für euch drehen und planen können. Also, ich fische dann jetzt nochmal ein bisschen und hoffentlich sehen wir uns gleich nochmal mit Fisch. Würde mich freuen. Wir uns auch, Hassan. Doch die nächste Stunde gestaltet sich mehr als schwierig. Der Wetterumschwung und der sich ändernde Luftdruck scheint nicht nur den Jungs, sondern auch den Fischen zu schaffen zu machen. Jo, der bockt auch gut rum. Aber ja, leider wieder nur ein kleineres Exemplar. Ja, die Großen sind hier auf jeden Fall nicht unterwegs. Aber immerhin. Fisch ist. Ja. Oh, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Aua. Sven, das ist mein Ernst. Du musst mir mal gerade helfen. Autsch. Soll ich den Kescher nehmen? Ah, ja, bitte. Ey, ich kann mich gerade nicht bewegen. Scheiße. Oh, das hat voll geknackt.
Jetzt geht's halbwegs wieder. Oh mein Gott. Oh, voll den Nerv eingeklemmt. Passt schon. Kannst du mir wieder geben. Voll den Nerv eingeklemmt. Aber Gott sei Dank ist der Fisch im Kescher. Wir bringen ihn mal kurz nach oben. So. Gar nicht großartig auf den Boden legen, den Fisch. Muss nicht sein. Wenn, dann auf eine nasse Scale. So. Also, hier haben wir wieder einen schönen, makellosen Zander. Stellt auch schön die Stacheln für uns hier auf. Ist auf jeden Fall dann wieder aufgegangen, der Plan. Aber kam jetzt echt lange Zeit wirklich nichts. Ne? Also hier so eine chartreuse Farbe. Hat Fisch gebracht. Geil. Komm, wir bringen ihn erstmal zurück, bevor wir weiter quatschen. That's right, no downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. Kaum lässt Hassan den Fisch wieder zurück in sein Element, da steigt auch schon ein größeres Exemplar ein. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. So, das ist auf jeden Fall der tagesgrößte Zander. Den will ich auch definitiv mal auf die Scale legen, um mal zu gucken. Und der wollte den Köder echt richtig haben. Ist auch wirklich echt einer meiner Lieblingsköder und einer meiner Lieblingsfarben. Könnt ihr mal reinschauen. Der ist kaum zu sehen. Vom Best Assassin. Der Walleye Shad von Salt and Pepper. Link unten in der Videobeschreibung. Ja, ja, ja. So. Mein Bruder ist Arzt, deshalb kann ich das auch. So, das ist der Zeddy. Schöner Fisch, oder? Also wirklich auch heute der schönste Fisch, finde ich. Es ist wirklich ein schöner Zander. Also, ja, 67, wenn man die Floschen zusammendrückt. Für mich sind 66, passt schon. So, auf jeden Fall der tagesgrößte Fisch. Hätte mich gefreut, wenn alle so groß wären. Und weil es so ein Prachtexemplar ist, darf der auch wieder zurück. Richtig schönes Ding. Sehr geil. Alter Schwede. Der hat da einmal Spannung aufgebaut. Zack, weg war er. Ach, genau so wie man es erwartet hat. Konnte man richtig antizipieren. Du hast so richtig gemerkt, alles klar, er spannt sich an, weil er richtig sauer ist. Dem Hasso gibt er noch einen mit und macht weg war er. Ja, cool. Das freut mich natürlich, dass jetzt am Ende noch was Größeres kommt. Petri Hassan. Der Fisch konnte sich doch echt sehen lassen. Jetzt scheint er den Code geknackt und zum richtigen Köder gegriffen zu haben. So natürliche, sehr natürliche Dekore mit so kleinen V-Akzenten, immer geil. Sollte man immer dabei haben, funktioniert eigentlich mehr oder weniger in wirklich allen Situationen, weil es eben auch so schön natürlich ist. So Leute, jetzt geht's ab nach Hause. Wir hatten auf jeden Fall guten Tag hinter uns, ne? Ja. Ordentlich viel Sonne, wie man da in deinem Gesicht sieht. Auf jeden Fall. Ich habe einen guten Sonnenbrand bekommen. So viel zum Thema. Es soll heute regnen. Ja, kam dann doch nicht so. Aber eigentlich ganz cool. Ein guter Tag, gutes Wetter. Wir haben euch aber noch versprochen, dass wir euch sagen, wie wir unsere Spots finden. Und zwar kriegen wir auf Instagram, Facebook, YouTube sehr viele Anfragen. Ey, wir wollen das erste Mal einen Zander fangen. Wo können wir da hinfahren? Könnt ihr uns eine Stelle empfehlen? Ich sag mal so, wenn wir unsere Stellen preisgeben, dann geht da natürlich jeder hin. Aber heute haben wir zum Beispiel auch zum größten Teil Spots ausprobiert, wo wir noch nicht waren. Und wie das funktioniert und wie ihr auch die Spots findet, damit ihr einen Zander fangt, ohne dass ihr auf andere angewiesen seid, das zeigen wir euch jetzt hier auf dem Handy. Genau. Also im Grunde genommen, ne, die Thematik haben wir ja schon besprochen, worauf es jetzt ankommt auf den Zander nach dem Saisonstart, kurz nach der Schonzeit. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, uns auch auf die größeren zu versuchen. Ich sag mal, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eure Zielstrecke aussucht, ihr sagt ungefähr,
ich möchte an Ort X und dort angeln, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut die Buhnen sind. Haben wir euch ja gesagt, worauf ihr achten müsst. So tief ausgespülte Buhnen, 2 bis 3 Meter Wassertiefe, am besten auf beiden Seiten der Buhne, also sowohl auf dem Prallhang als auch auf der strömungsabgewandten Seite. Und ja, im Prinzip ist die App hier dafür dann prädestiniert. Ihr habt hier die Tiefenkarte, könnt einmal reinzoomen, seht, okay, alles klar, hier sind auf jeden Fall ein paar sehr interessante Buhnen, paar interessanter als die anderen. Ich sag mal, wie zum Beispiel hier die beiden, ne? Das könnte zum Beispiel ein potenziell sehr, sehr guter Spot sein. Ihr habt hier eine Wassertiefe von bis zu 2 Metern, relativ am Anfang der Buhne, so auf beiden Seiten, könnt vielleicht auch ein bisschen mit der Warthose reingehen und die Buhne dort ordentlich ausfischen. So, und das ist eigentlich mehr oder weniger dann auch, wie wir uns unsere Spots aussuchen, vor allem, wenn wir sie halt gar nicht kennen, natürlicherweise. Ja, deshalb haben wir auch ehrlicherweise geringe Hemmschwellungen, auch mal Spots auszuprobieren, die wir nicht kennen. Und ja, so ist auf jeden Fall unser Prozedere, wie wir es machen würden. Wir hoffen, dass es euch natürlich so auch weiterhilft. Ich sag mal, eine Struktur haben wir euch hier ja gezeigt. Ist alles auch so ein bisschen Erfahrungssache. Ich würde euch sowieso eher ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren, selber auch ganz viel zu machen. So sammelt ihr Erfahrungen, könnt auch mitreden, sag ich mal. Ganz wichtig ist natürlich, es gibt kein Universalrezept. Ich meine, es gibt minus 20 Grad bis zu minus 20 Grad im Winter. Dann haben wir an so einem Tag wie heute 32 Grad und mehr. Es kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an. Im Winter müsst ihr vielleicht tiefere Löcher suchen. Im Sommer sucht ihr dann vielleicht eher die Flachwasserzone. Dann ist nochmal was anderes. Geht ihr morgens in den Morgenstunden, wo das erste Licht kommt, oder beim letzten Licht abends angeln. Da sucht ihr auch eher flachere Stellen. Tagsüber, auch im Hochsommer, vielleicht dann nochmal etwas tiefere Stellen, wo das Wasser ein bisschen kälter ist. Einfach da so ein bisschen auch einfach mal recherchieren, was für ein Wetter haben wir im Moment, worauf muss ich achten, was brauche ich, und nach den Kriterien mit dieser App einfach einen Spot raussuchen. Ihr schafft das schon. Ich glaube an euch, Leute. Ansonsten würde ich sagen, war das ein recht erfolgreicher Tag. Wie gesagt, hat gut gestartet, war ein zäher Mittag. Du hast am Ende auf jeden Fall noch tapfer durchgehalten. Ich muss zugeben, ich saß ein bisschen daneben und habe die Seele baumeln lassen. Tat bei dem Wetter auch mal ganz gut. Ja. Und wurde es dafür auch noch belohnt. Am Ende kamen ja nochmal 2, 3 recht gute Zander bei rum. Ja, war in Ordnung auf jeden Fall. Muss nicht immer der 90er Zander sein, sag ich mal. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, auch eine Strecke, wo wir vorher mal nicht gefischt haben, angetestet. Von daher für mich auch ein absolut erfolgreicher Tag. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, bereiten uns für den nächsten Trip vor. Und ich hoffe, wir sehen euch dann auch wieder. Deshalb gerne den Channel abonnieren, ist kostenlos. Wir würden uns drüber freuen. Daumen hoch. Und auch einen Kommentar da lassen, wie ihr das Video gefunden habt. Und ja, wir starten dann jetzt mal nach Hause, ne? Bis dann, Leute. Ihr macht das schon. Peace out. Haut rein. Ciao. Und jetzt abonniere den 50 Up YouTube-Channel und verpasst keine Folge mehr.